Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So Alex, heute haben wir einen Gast wieder und zwar ist heute der Sascha da. Den Moin. Kennt man ja aus dem Video von der NVA S51, ne? Da warst du ja schon mal bei uns. Und ja, der Sascha hat mich neulich angerufen und hat gesagt, Mensch, ich habe da bei PZ ein Video gesehen von einem All-Day 60-Zylinder und dann habe ich mir den gekauft. Und danach habe ich euer Video gesehen und dann habt ihr gezeigt, dass das Einbauspiel nicht stimmt. Und da hat Sascha gesagt, ich glaube, ich komme mal vorbei und habe ich ihm gesagt, kein Problem, wir vermessen den Zylinder mal. Und heute, Alex, wollen wir sehen, ob PZ wirklich sein Wort hält. Ja? Du hast eine mitgebracht, ganz offiziell gekauft. Und ja, wir gucken mal, ob es jetzt wirklich nur ein Versehen war oder ob dieser Zylinder halt wirklich perfekt ist vom Einbauspiel. So, Alex, erstmal ein Spekulatius. Ja? Es ist ja Weihnachten, ne? Und jetzt voll, mit Vollmund reden, ne? Oh. Hm? Mit Vollmund reden. Moin, liebe Simson-Freunde. Nein, so, wir fangen an. Und zwar, das ist der Zylinder, das ist also auch ein PZ All-Day 60. Und ja, was uns jetzt aufgefallen ist, Alex, wir haben dieses Mal, hat der Sascha einen anderen Kopf geliefert gekriegt. Wir hatten vorher einen, der war so ein bisschen matter, der ist so ein bisschen silberner. Ist, denke ich mal, irgendwie von einem anderen Hersteller. Ja, vielleicht kann man es sehen, aber funktioniert sicherlich auch, ist halt nur eine andere. Passt optisch nicht so schön zusammen. Ja, der andere ist ein bisschen matter, ne? Ja. Finde ich eigentlich auch ein bisschen passender, aber gut, er erfüllt mit Sicherheit seinen Zweck. So, aber es geht natürlich jetzt um eine Sache und zwar, dass der Kolben passt und deswegen, Alex, werden wir jetzt diesen All-Day 60 auch nochmal vermessen. Der Paul hat hier drauf geschrieben oder PZ hat hier drauf geschrieben minus 1, das heißt also 100stel kleiner als 40 mm, richtig? Nee, Moment. 42, genau. Okay, dann würde ich sagen, vermessen wir jetzt erstmal ganz kurz den Zylinder. Ich brauche mal meine Brille, sonst kann ich mich ja nicht gucken hier. Mal erstmal gucken, wie der ist. Wir müssen dazu sagen, also wir haben den jetzt schon auch eine ganze Zeit hier drin liegen. Und der konnte sich jetzt also wirklich auch an die Temperatur gewöhnen. So. Lass mich mal gucken. Ja, guck mal. Was sagt er? Also, 5000stel weniger als 42. Also, ja, Messtoleranz, ne? Also, es passt schon ungefähr. Also, minus 0,5 wäre es dann quasi, ne? Ungefähr, was wir jetzt messen. Aber es passt schon so ungefähr mit minus 1. So, dann haben wir hier den Kolben. Da steht drauf, 93,5 haben die drauf geschrieben von PZ. Mhm. Und jetzt, Alex, ich habe nämlich jetzt auch einen Kolbenhalter, ja? Ja. Hier, so ein Gummiteil aus dem Sanitärhandel, glaube ich, ist das. Weißt du, was da eigentlich schon auffällt? Und das funktioniert, Alex. Weißt du, was da schon auffällt? Ja. Der Paul meinte doch, wir wollen eigentlich 4,5 Hundertstel haben, ne? Ja. Bei 93,5 haben wir schon 5,5. So, minus 1. Ja, das stimmt, aber wir messen jetzt mal. Vielleicht ist das ja so, dass das Maß nicht stimmt, was da drin ist, was da drauf steht. So, also guck mal, das ist doch schön. So kann man doch mal vernünftig messen, oder? So, also der hat 41,95, ganz genau, ne? 41,95, richtig? Ja. Das heißt, wieso? Passt doch ganz genau. Sind genau 4,5 Hundertstel, was ich jetzt messe. Wir haben minus 0,5 und hier habe ich 41,95. Dann habe ich ganz genau 4,5 Hundertstel Einbauspiel, richtig? Diese Zahlen, hör mir auf. Ja, passt ganz genau. Also ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob es richtig ist. Ne? Gut, also Sascha, wir können eine Warnung geben, es passt. Ja? Also er hat laut unserer Messung ganz genau 4,5 Hundertstel und ja, scheint wohl wirklich bei uns nur ein Einzelfall gewesen zu sein, Alex. Ne? Aber das, was draufsteht, also einbauen, Spaß haben. Ja? Nee, was draufsteht, hat er nicht. Aber er hat 4,5 Hundertstel, also alles gut. Vielleicht ist das ja auch nur ein Code. Ja? Das kann ja sein, dass das gar nicht das Maß ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, und dann berichte uns mal, wie er läuft. Ne? Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.